So, Hallöchen und willkommen zurück bei meinem Minecraft-Let's Play. Ja, ich muss halt heute auf den Hund aufpassen, ziemlich viel. Und deswegen komme ich immer zwischendurch an PC, dann wieder nicht. Also, ihr werdet es wahrscheinlich kaum mehr merken, da es ja jeden Tag nur eine Folge gibt. Aber ich nehme jetzt halt immer so in so alle halbe Stunde eine Folge auf. Ist für mich jetzt ein bisschen ungewohnt und seltsam, aber irgendwie auch witzig. Da. Wundert mich gerade mit der ups, verklickt. So, wundert mich gerade mit der Steinhacke. Also, ich muss ja irgendeine Hacke hierfür benutzt haben, aber irgendwie habe ich jetzt keine mehr gefunden. Naja. Dann ersetzen wir mal hier den Sand durch Erde. Und pflanzen hier Kürbisse an. Dann. So. Oh. So, 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 und so, so. Wozu ich jetzt Kürbisse anpflanze, werden wir noch sehen. Allein schon einfach, um sie zu haben. Ich finde, besonders im Let's Play sollte man wenigstens von allem eine kleine Farm haben, also wenigstens von allem etwas angepflanzt haben. Und ja, das habe ich jetzt halt. Also, ich arbeite dran. Ich habe jetzt halt schon Kürbis abgehakt. Obwohl, ich kann es eigentlich auch jetzt schon sagen, also ich habe vor, mir Kürbiskuchen zu machen, weil der ist, soweit ich weiß, das beste Nahrungsmittel. Ich meine, der füllt irgendwie vier Balken hier auf. Vier Stück und das ist so das Beste, was ich kenne. Und alles, was man braucht, ist Zucker. Bekommt man durch ein Zuckerrohr. Kürbis. Die wachsen extrem schnell. Und Eier. Dafür. Oh, da haben wir noch mehr. Egal. Für Eier brauchen wir. Oh, wir haben mehr als genug Eier. Okay. Ich hatte eigentlich vor, jetzt erstmal ein paar einen kleinen Hühnerstall anzulegen. Aber ich glaube, das mache ich so oder so. Keine Steinaxt. Mache ich mir mal eine. Denn für das, was ich mir dafür überlegt habe, brauchen wir Holz. Und zwar nicht unbedingt wenig. Heißt, es wird jetzt eher eine Holzhackfolge. Aber naja, muss man nun mal zwischendurch mal machen. Und ich habe, glaube ich, eh so gut wie noch nie Holz gehackt. Ich habe einmal das Haus gebaut. Da hatte ich ja nur immer in Abschnitten aufgenommen, immer nur kurz gezeigt, was ich gemacht habe. Und da habe ich dann natürlich nicht aufgenommen, wie ich Holz gehackt habe. Da habe ich auch am Anfang ein bisschen gehackt, also am Anfang des Let's Plays natürlich. Zwischendurch mal vielleicht ein paar Bäume, denke ich. Aber ansonsten noch fast nichts. Muss ja auch mal sein. Ja, dann müssen wir erstmal Hühner finden. Obwohl, wir haben ja Eier, stimmt. Also hier wären Hühner. Da hier eins ist, sind hier bestimmt auch noch mehr. Oder ist ein Schwein?
Wo mache ich die Hühnerfarm? Das ist mir ein bisschen zu durchlöchert. Mal schauen, wie es hier so ist. Also solche Höhlen liebe ich ja, die absolut nichts bringen. Also im Oh, hier sind sogar Kühe. Super, dann haben wir ja alle Tiere. Wobei, da ist nur ein Schwein. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo noch mehr Schweine sind. Ich hoffe es. Naja, ich leuchte dann da mal gleich diese kleinen Höhlen aus und dann baue ich die einfach von oben zu. Dass da keine Monster unten drin spawnen, aber halt da auch keine Löcher im Boden sind. Ja, da haben wir ja genug, denke ich mal. Dann brauchen wir natürlich Kohle dafür. So, so, so. 52 Fackeln. Wir haben ja kaum Erde. Oh, wir haben sogar noch Zäune. Dann brauche ich ja gar nicht so viel Holz. Naja, erstmal um die Höhlen dort kümmern. Weil ich würde gerne hier so an so eine Wand, also hier vielleicht den Berg ein bisschen glatter bauen. Bis sie vielleicht so ein glatter Abschnitt ist und da dran dann so eine kleine Hühnerfarm. Und dafür will ich halt hier natürlich erstmal eine kleine Ebene haben. Da hier alles zugebaut wird, muss ich hier natürlich auch alles ausleuchten. Da ich es nicht mag, wenn ich da und irgendwo Zombies höre. So gründlich ausgeleuchtet. Nee, hier geht's nicht. Oder schlecht. Weil dieser Fackelrauch, der dann aufsteigt, der geht durch. Der geht weiter als ein Block. Das heißt, dann würde man hier immer Rauchschwaden durch den Block gehen sehen. Nee, noch nicht. Ich habe ja noch nicht geschaut, ob ich alles abgeleuchtet habe. Hier noch die Kohle raus. So, Kohle ist draußen. Hier ist alles beleuchtet. Hier auch. Hier nicht. Und sobald ihr dann mal einen Enderman-Block wegnimmt, ist hier sofort ein Loch im Boden. Würde ich jetzt allein in dem Einzelspielermodus spielen, dann würde ich das Loch, also die Höhlen dort unten komplett zubauen. Aber erstens habe ich hier ja kaum Erde und so, nicht die nötigen Materialien und zweitens wird es einfach zu lange dauern. Ich habe es zwar eigentlich lieber, wenn ich weiß, dass unter mir wirklich feste Erde ist, aber naja, diesmal dann eben nicht. Und keine Erde mehr, super. Dann würde ich sagen, das war die Folge. Ich mache mir... Nee, die Zeit reicht nicht mehr für neue Schaufeln. Naja, ich laufe ins Haus und tschüss und bis zum nächsten Mal.